Ja, machen wir ruhig. Klar, machen wir. Hey, für dich machen wir alles Profit. Wirklich. Ich kann nicht mehr. Scheiße. Weißt du, du bringst uns dann aus dem Trocken rüber. Ja, was denn? Alter, das ist doch... War ohne Scheiß. Wie unvorbereitet kann man denn auf eine Reise gehen? Das ist ja, als wenn ich jetzt sage, ich fahre nach Hamburg und lasse mein Portemonnaie hier zu Hause. Oh. Alter, hat der Nerven, ey. Ey, gut, dass wir den nicht abschlachten können, ich schwör's dir. Das ist doch ein kleiner Penner, ey. Sowas Hinterlistiges haben wir noch nie gesehen. Das von einem Hobbit. Da soll mal einer sagen, die sind hier nett und höflich und friedlich am Arsch. Die nutzen einen aus. Ich kann ihn mehr. Atmen. Einfach atmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ey, können wir nicht einfach den Boffin ins Feuer schmeißen? Das ist doch viel einfacher. Wir haben keinen Boffin. Wir müssen was anderes ins Feuer schmeißen. Ja, aber wir haben ihn nicht bei uns. Wir müssen dann ja wieder zurücklaufen. Der ist doch schnell unterm Arm geklemmt. Das ist doch kein Ding. Boah, wie ich, ey, ich hab grad echt so eine Abneigung gegen Auenland und Hobbits. Ich werde nie wieder die Filme gucken. Das hat mir das richtig verdorben. Schmunzel, ja, stimmt schon irgendwie, ja. Ja, Kaya hat recht. Irgendwo. Im weiteren Sinne. Ah, wie schön wär's, wenn du schon reit hättest. Wie schön wär's, wenn Boffin schon tot wäre. Hobbits haben ein erstaunlich langes Leben. Nicht, wenn wir es beenden. Wir können es nicht beenden. Ach komm, ich schneide ihnen erstmal nur was Kleines ab. So ein Fingerchen oder so. Ganz langsam. Was ist mit ihren Beinen? Was? Die brauchen sie doch nicht. Die sind nicht zum Fressen da. Genau, er braucht keine Beine. Beine? Wir müssen doch eh alles für ihn machen. Wir müssen doch eh für ihn laufen. Wozu braucht er Beine? Na, damit wir ihn nicht nach Mordor tragen müssen. Ich weiß ja nicht, bis wohin der mitkommt, der komische Knilch. Wahrscheinlich steht er dann oben am Schicksalsberg und guckt Frodo zu, wie er den Ring reinwirft. Ja, und danach sagt er, oh, ich habe was zu Hause vergessen. Könnt ihr mal kurz was holen? Das ist ganz wichtig. Weißt du, kurz vor Ende des Spiels, ach ja, Mist, ich habe da noch was zu Hause vergessen. Die Belohnung für euch. Ihr dürft doch mal nach Michelbingen zurückgehen. Da war ja was. Und dann sieht man, wie bei vielen Filmen, so eine Karte und dann unsere Fußspur da drauf und mit so einer schönen Musik hinterlegt. Und ich und hier und meine Ader an der Stirn wird immer größer. Ah. Gott, ich glaube, das hier packe ich als Highlight bei YouTube auf den Kanal mit rein. Oder weil ich das dann wirklich so mit dieser Karte unterlege, dann den Fußstapfen rauf. Und dann ich nenne das einfach nur die Reise des Bingo Boffin. Die Chaos-Elben leiden darunter. So, ey. Ah, herrlich. Und da wundere ich mich, dass ich dem Alkohol verfalle. Nee. Ach, schön. Wo bist du denn? Ach, da. Schön. Weißt du, ich kann in 3 Monaten in die Entzugsklinik gehen. Ach, schön. Oh schön. Gott, ich glaube, nach dieser Questreihe brauche ich einen kurzen. Und wenn ich dann meiner Psychiaterin würde, ja, was hat sie denn dazu gebracht? Ja, hier, Boffin. Wer hat ja Boffin? Ja, hier, der Kleine da mit den haarigen Beinen, Füßen. Ich glaube, da wirst du eingewiesen. Das ist durchaus möglich. Es sei denn, die Therapeutin oder der Therapeut hat das Spiel auch gespielt. Was muss ich holen? Seine Tasche? Ja, die ist direkt, wenn du reinkommst, rechts. Ach, ja. So, eine Bombe reinpacken. Ich bring dir deine Tasche, Bilbo. Bilbo?
Entschuldigung, falscher Charakter. Ich mein, der kann da ja nun wirklich nicht. Der kann da wirklich nicht. Ja. Nee, Bilbo wollen wir nicht umbringen. Nee. Ah ja, ist auch falsch formuliert. Ah, schön. Und wieder zurück, Marsch, Marsch. Pass auf, und wenn wir da angekommen sind, ist es hell und wir dürfen wieder eine Nacht warten, einen Tag warten. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Schön, wirklich schön. Was ist daran schön? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ich habe ja keine schlechte Stimmung, um Gottes Willen. Ich reg mich halt einfach nur auf. Das ist alles. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ich kann nicht mehr. Meine Lachmuskeln sind völlig fertig. Ja. Innerlich denkst du, hätten wir doch lieber Widget gezockt. Hätten wir doch lieber Widget gezockt. Widget! Oh, hier ist noch eine Briefträger-Quest. Na, dann mach mal. Na, die müsstest du mitmachen, warte. Wegscheid nach... Fuck. Okay, nee, die führt in die komplett andere Richtung. Dann schaffen wir das wirklich nicht mehr. Nach Nalo müssen wir noch nicht. Ich hab den gerade bestochen, dass er das sagt. Ja, ist wirklich so. Ich hab den so hier so einen Euro zugeschoben. So, ich würde jetzt gerne, wie bei Counter-Strike, gerne einmal die Hühner töten. Nein, das macht man nicht. Bei Counter-Strike schon. Wir lassen die Hühnchen in Ruhe. Ja, ja, du machst das, ich weiß, hab ich gesehen. Ob es eine Errungenschaft für gibt, wenn ich die Hühner töte? Ich habe keine Ahnung. Gibt's doch in manchen Spielen. Stimmt, bei Tomb Raider 2013, dem Spiel, da gibt's das, meine ich. Wenn du so und so viele Vögel tötest, kriegst du eine Errungenschaft. Krank. Rat mal, wer die Errungenschaft gekriegt hat. Da wollte ich gar nicht so viel raten. Du? Ja. Ja, ich meine, du hast ja, ey, hallo. Ey, hallo hat die Errungenschaft bekommen. Ey, hallo. Mutti, ey, hallo hat die Errungenschaft. Töte 15 Vögel. Ey, das wäre doch mal so ein schöner Name. So Mutti, ey, hallo. Mutti, ey, hallo. Hast du doch gerade selber gesagt, Mutti. Ja, ich weiß. Das stammt aus deiner kreativen Feder. Creative. Ja, stimmt. Ich bin zwar nicht sehr kreativ, aber das kann ich. Scheiße labern. Ja, ich spreche auch fließend Kauderwelsch. Alles gut. Ja, stimmt. Aber man kann sich zumindest nicht beklagen, das Auenland ist schön. Schön anzusehen. Noch. Da hinten ist Beutels End. Warte mal, bis ich den ganzen Scheiß hier abfacke, dann sieht es nicht mehr so schön aus. Also behalte es in Erinnerung, so wie du es jetzt siehst, es wird das letzte Mal sein. Glaube ich nicht. Oh, ich programmiere das Spiel irgendwie um. Ich finde irgendwie so einen Quellcode und dann bam, brennt hier alles. Nee, glaube ich nicht. So, wie lange müssen wir noch? Also, wie weit müssen wir noch latschen? Oh, 660 Meter. 660 Meter bis zum Ziel. Bitte der Straße folgen für 3 Kilometer. Genau. Bitte biegen Sie jetzt ab. Falsche Ausfahrt. Bitte wenden. Bitte wenden. Hier bitte wenden. Nehmen Sie im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Sie haben ihr Ziel erreicht. Bist du falsch gefahren, du Trottel? Weißt du, mitten auf dem Feld, sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, gut, schön. Und jetzt? Ohne Scheiß, das hat ein damaliger Kumpel von mir wirklich gemacht, der Willi. Ja, der war so, ja gut, der lebt auch nicht mehr, der war so ein bisschen durch. Der hat sich ein Auto, neues, was heißt neu, also ein Gebrauchtwagen geholt, das war so ein sportlicher Wagen und ist auf einer Straße gefahren, links und rechts Feld. Und das Navi von ihm sagt, bitte jetzt abbiegen. Der ist voll in den Acker gerast, rief mich dann morgens um 5:30 an. Ja, ich habe ein Problem. Ich so, ja, was ist los, Willi? Ja, ich stehe mit meinem Auto im Acker. Der Bauer kommt gleich. So, wie hast du denn das geschafft? Ja, das Navi hat gesagt, ich muss jetzt nach links. Nach rechts, weiß ich nicht. Genau. Ich so, ja, aber wenn da doch keine Straße ist, dann biege ich doch nicht rein. Ja, aber stand doch da. Ich so, ey, du bist doch bescheuert, ey.
Ich habe die Karre dann gesehen, Alter. Konnte ich dann wahrscheinlich schon wieder einen neuen Wagen kaufen. Wahrscheinlich. Aber wie kann man so blöd sein und auf dem Acker fahren? Ich habe keine Ahnung. Was auch wenn ein Navi sagt, jetzt links abbiegen oder rechts. Und ich bin auf einer Straße, wo links und rechts nicht ist. Dann schlage ich doch nicht ein und raste dafür mit voller Karacho rein. Weißt du, bis mitten auf einer meterlangen Brücke. Bitte links abbiegen. Einmal in Gegenverkehr. Einmal ja. Über die Brücke rüber. Es ist dasselbe. Ich meine, ja, es ist wirklich so. Viele können mit dem Navi nicht umgehen. Man muss immer noch so ein bisschen... Ach, der Arsch schon wieder. Da seid ihr ja. Und ihr habt den Beutel bei euch, den ich liegen gelassen habe. Hab vielen Dank. Wisst ihr, warum dieser Beutel so wichtig für mich ist? Dann sind mein Pergament, mein Feder und meine Tintenfässchen. Ich habe vor, über meine Reise zu schreiben und unterwegs eine Chronik der Ereignisse zu erstellen. Ich möchte mein Abenteuer aufzeichnen, damit ich es niemals vergesse. Ich dachte, es würde mir leicht fallen, mein Zuhause zu verlassen. Zumindest habe ich euch das gesagt, als wir Michelbinge verließen, oder? Doch irgendwas scheint mich zurückzuhalten. Erst vergesse ich meinen Spazierstock, dann habe ich plötzlich Angst vor Kröten, dann bemerke ich, dass ich meinen Beutel mit meinen Schreibutensilien liegen gelassen habe. Wie der junge Willibald hier mit dem Leck in seinem Boot finde ich es schwieriger zu gehen, als ich gedacht habe. Aber ich werde nicht aufgeben, solange ich euch bei mir habe, um mir Mut zu machen. Die Reise erwartet uns. Unsere Reise geht so weiter. Uns. Weil wir mit ihm mitreisen. Du Insekt, ey. Oh, Sekt? Ja, nehme ich gerne. Insekt, ja, also. Aber du kannst auch gerne Insekt nehmen. Unsere Reise möchtest. Geht weiter. Meine abenteuerlustige Freundin. Die Brandyweinbrücke ist nicht weit und dahinter befindet sich Bockland. Ich werde erst ein paar Mal auf der anderen Seite der Brücke, um meine Base Priska und ihre Familie zu besuchen. Vielleicht können wir ja einen kurzen Zwischenstopp bei ihr einlegen, bevor wir weiter nach Osten reisen. Aber eins nach dem anderen. Gehen wir erst einmal zur Brücke und genießen die Aussicht. So. Jetzt solltest du eigentlich hier auf dem einen Feld, ja. Ja, ist hier zumindest ein Ring. Ja. Hier ist die Person. Ah, ja. Oh, du kannst also endlich deine Quest weitermachen. Toll. Sprecht mit Odovaka Bolga. Hm. Ja, wo musst du hin? Ich weiß es nicht, wo die ist. Ach. Oh, gehen wir einfach mal hier lang. Mal gucken, wo uns der Weg führt. Ja, sieht gut aus. Müsste eigentlich passen. Ja, da oben ist er doch. Immer noch besser als ein Buffin. So. Der Hund ist größer als der Hobbit, ey. Stimmt. Oh, was will der denn jetzt noch? Nein. Sucht nach Spuren des schwarzen Reiters. Alter, das war kein Reiter, das war ein Hobbit unterm Bettlaken, Mann. Ja, dann such mal. Oh. Ja, ja, ich folge. Oh. Enderfliegen. Wenn wir auch nur noch einen Hobbit anlabert. Wir sind im Auenland, hier sind mehrere Hobbits. Dann rast die so richtig aus. Keine Angst, ich komme gleich. Ich erledige hier nur mal ein paar Enderfliegen. Ja, mach das. Ich, weil wegen Bezwingertas und so profitieren davon. Oh, ja, ja, genau. Profitieren davon, ja. Apropos profitieren, wann müssen wir eigentlich Fiesta weitermachen? Zwei Parts habe ich, meine ich, noch. Zwei oder drei. Also liegt bei dir. Hallo, scheiß Wolf, was habe ich dir getan? Was fällst du mir an? Also sag mal wirklich. Lässt du mich mal in Ruhe? Ich hab doch gar nichts getan. Arschloch. Zum Hobbit mit den Bettlagen gibt es, glaube ich, auch eine Quest. Das war, glaube ich, ein Hobbit, der sich ein Schätz draus machen wollte, als Ringgeist, um ihn zu erschrecken, was dann nach hinten losgegangen ist. Oder so. Ja, die verfolgt er gerade. Ich, ich,
glaube ich. Tatsächlich habe ich das eigentlich immer auf Scheiß gesagt. Ja, ist aber tatsächlich so. Da ich die Quest allerdings beim letzten Mal bereits gemacht hatte, ich glaube, da hinten müsste noch eine Quest für dich sein, wo ich gerade hingucke. Irgendwie zeigt da an, dass hier irgendwas ist. Ja, das meine ich ja. Hier irgendwo müsste noch was für dich sein, das hatte ich auf deiner Karte vorhin gesehen. Ah. Also ich hatte die Quest beim letzten Mal gemacht, da haben wir nicht zusammen gespielt. Weil da spontan was dazwischen kam, ich aber halt den Stream nicht absagen wollte. Deswegen hatte ich da einige Quests bereits gemacht. Und ja, jetzt versuchen wir hier einfach nur wieder auf einem Level quasi zu kommen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Textnamen sind auf ausgesetzt. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Hoppla. Da kann ich dir jetzt sicher helfen. Ah, Textnamen sind wieder auf eingesetzt. Sehr schön. Also ich weiß zumindest, bei welche Quests die auf jeden Fall fehlen. Aber das dauert doch, bis wir da sind. Also laut Karte bin ich jetzt hier exakt da, wo dieser Ring ist. Und warum ist hier nichts? Weiß ich nicht. Wie ist denn die Quest? Na, weiß ich ja nicht. Ja, dann warte, guck doch, geh mal auf dein Dings drauf und gucke unten links, wo bei welchem Questnamen sich dein Ding da bewegt. Ich muss allerdings noch mal ganz kurz wohin. Ich habe schon wieder meine Magenprobleme. Ja, mach das. Ich werde aber einfach nur mal ganz kurz die. Weil. Ja, doch. Oh. Warte. Ich mache einfach mal keinen Pause-Screen aus, sonst ich bin ja gleich wieder da. Okay, bis gleich. Bis gleich. Du kannst in der Zeit da der Quest suchen. Ich finde dich ja. Und? Bist du weitergekommen? Ja. Du darfst nur nicht zu weit entfernen. Aber sonst. Sehr schön. Kannst du erstmal deine Quest machen? Es muss ich bringt. Blablabla, Bolga, den schwarzen Umhang. Den habe ich allerdings nicht gefunden. Ich bin gerade irgendwie bei Buffen gelandet. Da dachte ich mir, bevor du den umbringst, gehst du wieder zum Mutti. Zum Mutti. Zum Mutti! Aber eins können wir noch mal kurz hoch machen. Gibt ja hier wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob du da oben schon warst. Aber da gibt es den einen Wehrturm. Und. Nee. Doch. Da war ich noch nicht. Aber nee, da war ich noch nicht, das meine ich schon. Achso. Nee, bin ja nicht dabei. Nee, das mit den springenden Katzen und Katzenavataren gilt für Follower und Abonnenten. Weil ich nicht wollte, dass, wenn Lurker zum Beispiel mit im Chat sind, die nicht namentlich genannt werden wollen im Chat selber, dass die sich nicht direkt angesprochen fühlen und dann halt, ne, verschwinden. Gibt ja manche. Da gehöre ich zum Beispiel dazu. Wenn ich irgendwo lurke, habe ich nämlich auch keine Lust, dass man sagt, oh ja, hi, schön, dass du da und da bist. Und ich denke so, ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, ich habe ja noch ein Follow da gelassen und sonst irgendwas. Und trotzdem wird man halt angezeigt. Deswegen, ja. Huch. Na, weil das nicht genannt werden will. Wohlmord. Eigentlich müsste jetzt hier irgendwo, ich weiß nicht, ob es hier schon ist, müsstest du irgend so ein Ding gekriegt haben mit Wehrturm oder sowas? Das müsste hier irgendwo sein. Dass dir der Wehrturm angezeigt wird. Beziehungsweise hast du hier eine, Brückengaussmauer so. Hast du hier eine Fahne auf deiner Map oben? Ja. Gut. Aber die Fahne ist ja, weiter da, hier. Ja, das ist ja gut. Das ist alles gut. Ja. Solange du die Fahne hast, ist alles gut. Ja, noch habe ich keine Fahne, aber die Fahne ist auf der Karte, ja. Danke, das wollte ich wissen. Doch, deswegen sage ich es dir doch, gern geschehen. Machst du doch. Bin immer für dich da, hilfsbereit, etc., falala und so weiter. Oh, ein Bündel. Was ist denn in dem Bündel? Eine sehr gute Frage. Oh, nichts Interessantes. Ich will auch mal nachgucken. Das ist so keine Fahne, der Kerl. Nichts Interessantes. Nee. Doch, nicht kommt noch. Ich habe auch noch keine. Aber ich besauf mich auch nicht. Also, beziehungsweise trinke ich nicht so viel. Da ich ja streame, trinke ich nicht viel. Immer so, dass es nur ein bisschen auf dem Teppich bleibt. Mach ich auch nicht täglich. Das ist ja für den streamt sie ja. Wenn ich saufen will, dann
spielen wir privat. So, wo muss, ja, achso, wo muss ich jetzt hin? Ich renne jetzt hier einfach. Hier oben. Ah. Ach, da ist er. Der olle Bolger. Ach stimmt, für den Milo habe ich auch noch was. Stimmt, ich kann mal gucken, wie weit wir jetzt mit unseren Quests auseinander sind. Und da bin ich jetzt so. Ah ne, besiege 8 Wölfe, okay. Wirkt nicht über diese Aufgabe. Okay. So, was musstest du jetzt machen? Entschuldigung. Jetzt hier 8 Wölfe töten. Achso, okay. Ja, das kriegen wir hin. Da gehe ich mal von aus. Dann am besten einmal wieder auf die andere Seite. Ich glaube, hier haben wir gerade alle abgegrast. Huch. Ach, ich komme nicht drauf. Hallo, ihr süßen kleinen Wölfchen. Du schreist schon wieder. Ja. Ist doch kein Problem. So. Wird da ein bisschen rumgebrüllt und alles ist gut. Würdest du zumindest bald deine Wölfe, glaube ich, zusammen haben, oder? Wie viel brauchst du noch? 3. Ich bin jetzt hier vorne, das ja. Tut mir leid. Okay, jetzt habe ich sie alle. Okay, sehr gut. Sprecht mit Milo Bogger. Boffin. Bolger. Achso, nee, Bolger, stimmt. Boffin war ja Bingo. Ja. Der kleine. Dem, von dem du nicht mehr wissen möchtest. Der. Ach ja. Ihr werdet noch Freunde, glaubt mir. Nein, oh, doch, an eine Quest kann ich mir noch erinnern. Die wird dir gefallen mit ihm. Stirbt er da? Nein. Dann gefällt sie mir nicht. Ja doch, die wird dir gefallen. Die wirst du richtig toll finden. Hier, ich nehme Schweinswurst. Jo, komm. Lecker Schweinswürste. Sprecht mit Linda Bolger. Oh, jetzt geht das hier schon wieder los. Ey, warum die das machen? Scheiße. So, wo musst du hin? Wahrscheinlich in die Richtung. Keine Ahnung. Eigentlich hierhin. Ja, genau. Hä? Ich sag's mal in die Richtung. Ja. Sag mal. Mann. Kannst du doch nicht machen. Es geht doch nicht. Oh, Katze. Katze! See. Namensgeberin der Samtpfoten. Oh, die hat mich angemauzt. Ja, ich bin eine Katzennärrin. Die verrückte Katzenlady aus Simpsons. Naja, ich bin zumindest so verrückt, dass ich auf meinem Discord-Server Dinger damit Katzen habe. Warte. Oh, bei was geht's denn überhaupt los? Ich glaube, Dampfpfote, VIP-Pfote gibt es. Oh Gott, was habe ich da warte, nicht alles? Warte, hier ist was. Ach, das ist deine Dings da. Was sind da nochmal die Aufstellung? Ach da, Otgawa, bla bla bla. Stimmt, VIP-Pfote, Dampfpfote, neue Mauzis. Ich bin überhaupt kein, ich bin nicht katzenverrückt, nein, überhaupt nicht. Nee, jetzt muss ich diesem Hund folgen, ey. Der heißt auch noch Veronika. Ist ja, Veronika. Hallo, ja, Veronika. Na, du kleines Veronika. Ja, fein. Dann lauf doch. Los, Froni, lauf. Froni? Ja. Wieso muss ich hier nicht hinterher dackeln? Das sieht lustig aus. das hatte ich Gott sei Dank schon. Ich weiß gar nicht mehr. In den Lauf doch einfach. Ich überlege gerade, wo zu wem man da musste. Ich glaube zu ihr hier. Ja. Was? Sie ist der schwarze Reiter? Okay. Springen wir so um. Ach nee, dürfen wir gar nicht. Oh, bitte! Oh, ja, sehr schön. Sprecht mit Fogo Falb. Was?
Pogo-Fall. Ey, was haben wir eigentlich für behinderte Namen? Ja. Ja, wo musst du hin? Och, frag mich das doch nicht immer. Das weiß ich doch selber nicht. Du hast so eine Karte. Ja, ich kann das. Also, Bingo Bolga, da ist auch irgendwas. Was war nochmal mit Bingo Bolga? Linda Bolga brauche ich. Wo ist deine Alte? Wo ist Linda? Weiß ich nicht. Ach, da ist irgendwie ein Ring. Ah, hier ist irgendwie ein Ring. Ah, da ist Linda. Ich wollte gerade sagen, Linda müsste hier irgendwo gewesen sein. Ins Maul. Untersuch die Luchhöhe. Die Luchhöhe. Was ist denn eine Luche? Die konnötigen Fuße. Odisse. Was habe ich dir gesagt über die Fuße? Er hat dich vor seinen Füßen gewarnt. Ich muss einmal ganz kurz mich hier einmal in meinen Sessel lehnen. Jo. Ich habe hier auch noch eine Quest in der Nähe. Bringt mir meinen elbischen Flammenwerfer, bitte. Oh Mann. Oh. Ach, es ist doch nicht normal, ey. Ich kann gar nicht weiter. So, mach weiter. Desto schneller kommen wir weiter. Ja, ich folg doch hier einfach nur. Da sind nämlich in Luchhöhe. Toll, ist aber schon wieder nass. Ach, musst du Erntefliegen fangen? Ist da nichts. Hier steht nur. Und mitternächtliches Heulen untersucht die Luchhöhe. Ah. Okay. Oh Gott. Piss dich, du Vieh. Du kannst doch gar nicht in die Hose. Dann können wir auf dem Weg dann auch gleich eine Quest von mir erledigen. Ich bin nämlich in der Nähe auch noch was. Das können wir gerne machen. Dann werde ich die nämlich auch los. Ich richte mich jetzt nur nach dem Pfeil. Naja, ich weiß, wo du hin musst. So. Das ist doch direkt. Mutti, ehrlich, was ist los? Ja, ich musste ja erstmal selber auf die Karte gucken, weil ich nicht wusste, was du mit Luft meinst. Ach, Mutter, musst du doch wissen, Mensch. Mutter. Lass das mal die Mutti machen. Mutti, mach das ja gut. So, jetzt ist irgendwie der Fall wieder weg. Was? Jetzt ist der Fall weg. Also dieses Ringgedöns auf der Karte. Aber du weißt ja, wo wir hin müssen. Ja, du musst hier hoch. Also zumindest ist hier die Luchhöhe. Ja, da muss ich wahrscheinlich hier hoch. Aber ich weiß nicht, ob du hier jetzt wirklich was machen musst oder ob du... Ja, ich muss irgendwas untersuchen. Untersuche die Luchhöhe. Ja, dann musst du hier mal gucken. Ich weiß nicht, wo du jetzt hier was hast. Weißt du, dass das hier die Luchhöhe ist? Dass ich gleich meine andere Zwingertat voll habe. Oh, was war das denn? Herzfilm Stufe 9. Ah, mit, ich glaube, hier muss ich. Jo, bringt das Runenhalsband zu Linda Bolga. Okay. Warte, dann können wir einmal ganz kurz nach Waldhof. Mal in die Richtung. Dann kann ich einmal meine... Ja, brechen. Jawollo. Kann ich einmal eine meiner Quests abgeben. Guck mal, es umpeln wir hier zusammen rum, Scheiße. Das ist jetzt aber auch gemein. Alter, jetzt noch ein Boffin. Ich bring dich auch um. Willst du ja alle Boffins ausrotten, oder was? Ah, nee, ich verstehe, wo ich hin muss. Ich glaube, das wird der Quest sein, wo du auch gleich hier hin musst.
Das ist nämlich auch mit diesem Halsband. Ich mach keinen Scheiß. Ich glaube, du musst dir auch Mel gewannen. Würdet ihr mir gesagt, bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ich wollte das nicht nochmal hören. Ich hab das schon beim ersten Mal verstanden. Ich wollte es nicht nochmal hören. Okay. Ja, wahrscheinlich wirst du hier auch gleich nochmal hin müssen. Weil ich muss jetzt gleich diesen einen Wag besiegen. Das mache ich aber dann wirklich mit dir. Ich wusste nicht, dass das ein und dieselbe... Achso. Ja, du brauchst aber noch die Ernte fliegen. Keine Ahnung. Doch, für deine Bezwingertat. Okay. Ja, aber ich hab meinen schon, deswegen. Ja. Nehmen wir es einfach mal mit. Ich weiß nicht, wie weit du da schon bist, deswegen. Einfach metzeln. Das weiß ich auch nicht. Einfach Ernte fliegen, metzeln. Ja. Hui. Das kriegen wir schon hin. Aber rein theoretisch wären wir gar nicht mehr so lange im Auenland. Rein theoretisch. Rein theoretisch klingt nie gut. Ja, sagen wir es mal so. Hätte das beim letzten Mal, wäre das alles glücklich verlaufen, wären wir eventuell schon fertig. Wenn nicht. Eventuell. Fertig. Achso, du musst jetzt. Warte, du musst zu Linda, ne? Ich bin gerade meiner Quest hinterhergelaufen. Ja, ach. Alles gut. Ja, nee, da wären wir einige Kilometer weit weg gewesen. Also so. Du bist halt alt und verwirrt. Das ist doch in Ordnung. So gut wäre das nicht gewesen.